Ja, dann hier das mit den Balken, weiß ich nicht mehr genau, wie ich das gemacht habe, ehrlich gesagt. Ich glaube, ich habe einfach immer so, aber dann so gemacht, ne? Oder? Ich glaube, ja. Ich mache einfach mal. Also nicht so, sondern obendrauf. So, muss ich wahrscheinlich besser zielen. Ich muss den hier antreffen. So. So. Und... Nee. Nee. So. Sehr gut. Ja, wobei der... Ja doch, das ist schon richtig so. Und jetzt machen wir hier an die Ecken jeweils den und den. Die auch. So. Ich hoffe, das sieht auch gut aus nachher. Ich glaube aber ja. Stimmt, warte mal, stopp. Bevor ich das mache, sollte ich mal gucken, ob das überhaupt stimmt. Denn wenn ich jetzt hier diese Balken dran mache... Nicht an den, sondern an den. Ja. So. Ist das nicht hoch genug? Da, das muss überragen. Also habe ich es falsch gemacht. Shit. Hätte ich die denn nochmal gemacht? Oh, nee. Noch höher, ne? Stimmt. Warte, 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 warte. Ich glaube, so geht's. Weil wenn ich den antargete und Shift drücke... So. Hä? Ach so. So, dann macht er den so hoch. Aber wenn ich da drauf mache... Ist er noch höher, ne? Ich probiere das mal. Ob das klappt? Moment. Der ist schon mal sehr bündig. Ist nicht exakt, aber passt schon. Und wenn ich hier jetzt den Balken drauf mache, ist das dann richtige Größe? Ja. So machen wir das. Gut. Also nochmal den Balken. Nur nicht hier drauf, sondern hier. So, sehr gut. Freut mich, dass wir immer so schnell uns dann doch zu helfen wissen. Wenn wir irgendwelchen Trouble haben. So, das hier weg. Und hier drauf. Der kann auch wieder weg, der war falsch. Und nochmal so drauf. So, zack. Ah, sehr gut. Jetzt aber. So dran. So dran. Halt. Der nicht, sondern hier. Zack. Dann hier und hier. Falsch. Ja, da, ne? Da hat er immer zwei Anbaupunkte, wo er sehr dicht aneinander ist. Aber gut. Ich meine, wir kriegen es ja hin. So. Hier noch. Sehr gut. Dann können wir den theoretisch wieder entfernen. Ja, ja. Weil wir müssen das gleiche jetzt natürlich auch nochmal hinten machen. Aber dafür mache ich einfach so. Und zwar einen den hier. Lieber von hier an targeten, ne? Das hat er immer den richtigen. So. Dann habe ich immer genau die richtige Distanz. Nee, hier dran bitte. So. Und hier und da. So. Perfekt. Ein Mädchen das Holz aus, ne? Ich sage, es sind, wir haben noch genau 6, aber ich habe hier noch welches mitgenommen. Und außerdem haben wir jetzt hier auch ein paar Hilfsbalken. Die können wir gleich abreißen. So. Aber geht doch. Geht doch schneller voran, als ich es befürchtet habe. Also, ne, wir wickeln das ja gerade richtig in Masse ab. Nee, den nicht. Den, ja. So. Ja, ein bisschen ungerade. Ist okay. Und hier sind die auch wirklich sehr dicht aneinander, ne? Aber, naja, dann ist das halt so. Zack. Und die berühren sich vielleicht sogar. Nee, ganz knapp nicht. Aber ganz, ganz knapp nicht. So. Oh, schon wieder Nacht. Soll ich mal pennen gehen wegen Dunkelheit? Oder ist egal?
Wir sind hier eigentlich gerade nur am Bauen, ne? Ja. Kein Plan. Ich mache einfach mal weiter. So, dann werden wir nämlich fertig. Das hier weg. Und dann haben wir die schon mal durch. Schilder, ne? Kohle habe ich 2. Wir brauchen also noch ein wenig mehr davon. Hol ich mal. Und genauso... Ja, ansonsten brauchen wir, glaube ich, nichts. Überlege ich gerade. Oder brauchen wir noch irgendwas? Nee. Noch ein bisschen Kohle für die Schilder und das war's. Hervorragend. Wie sieht's mit den Ressourcen aus? Holz ist noch okay. Ich glaube auch, wir brauchen nicht mehr als das, was wir hier jetzt dabei haben. Weil wir das meiste ja schon verbaut haben, was wir brauchen. Ah, verdammt, die Schwaden. Gut, aber egal. Ich mach mal, obwohl ich mach mal die Schilder jetzt. War das schon mal fertig? Die hatte ich immer schön. Ah ne, gar nicht. Die habe ich am Balken bündig gemacht. Da muss ich die natürlich zuerst bauen. Gut. So sei es. Nein. 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 Den bitte. Ja, ne, so sollte ich. Ich sollte immer den antargeten. Mache ich auch mal so erstmal die, damit ich nicht permanent drehen muss. Huch, oh ja, hier ist schwer. Hier hat er 1000 Anbaupunkte. Nein, du sollst den richtigen wählen. So geht, ne? Ah, na klar. Teer. Haben wir. Hier. Hör damit. Hm, wo haben wir hier? Ja, jetzt merke ich, dass mich die Dunkelheit doch nervt. Aber ich ziehe es jetzt einfach durch, oder? So. Ach ja, und natürlich werden... Wie hatte ich das denn nochmal mit den Bögen gemacht? Einfach den oberen weggerissen und einen Bogen drauf, ne? Ja, dann mache ich das hier auch. Das darf ich natürlich nicht vergessen. Den weg. Und den. Und dann da diese drauf, ne? Ja, komm, ich geh mal kurz pennen. Das mit der Dunkelheit stört mich doch gerade. So. Also würde ich sagen, gute Nacht. Guten Morgen. Und direkt wieder nach unten, damit wir endlich mal fertig werden. Ich bin schon ganz heiß auf die Ashlands. Im wahrsten Sinne des Wortes. So. Ja, die Pinöbel hier hätte ich mir sparen können. Verdammt. Da habe ich gar nicht dran gedacht. Gut, also nochmal weg. Und die hier hin. So. Kosten auch nur 2 Holz. Obwohl das so ein Brecher ist. Ist natürlich erfreulich. So. Und natürlich das Gegenstück. So. Ja, hier ist jetzt dicht. Ne? Nee, doch nicht. Da ist eine Lücke. Gott sei Dank. Und so. Sehr gut. Ja. Oh, hier fehlt ein Balken vorne. Hier auch. Und hinten muss ich auch jeweils noch, ne? Stimmt. Da. Aber dann haben wir das Grundgerüst schon mal stehen. Und tatsächlich, so viel fehlt dann jetzt gar nicht mehr. Wir können noch die Schwadenfackeln eben holen. Das mache ich auch noch mal fix. Da brauchen wir ja nur 5 Yggdrasilholz. Wir haben ja 2 schon. Also fehlt uns noch... Warte mal. Ja doch. 3 Yggdrasilholz und 3 Schwaden. Weil dann haken wir das auch eben ab. Und dann haben wir alles, was wir brauchen. Yggdrasilholz. 3. Und Schwaden. 3. So. Sehr gut. Hervorragend. Dann mache ich mal
so ein Ding so. Hatte ich das gemacht, ne? Und dann immer so hintergebaut. War doch so, ne? Bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, weil das haben wir doch kürzlich erst gemacht. Vorletzte Aufnahme, glaube ich. Oh. Zwei Holz fehlen. Ja, dann, ah doch, da liegt doch noch Holz. Das ist Edelholz, ne? Scheiße. Ja gut, komm, dann machen wir das so. Möbel, Schwadenfackel und dann so dicht dran, wie es geht. Na komm. Ja, soll ich mal ranscrollen? Dann kann ich besser Millimeterarbeit machen. So. Den weg. Schön in der Mitte dran. So. Sehr gut. Und hier nochmal. Halt, der kann dich daran. Na komm. So. Und natürlich, ach shit, den hätte ich gerade kopieren können. So. Möbel und die letzte Fackel hier hin. So. Ah, jetzt habe ich es kopiert. Na toll. So sehe das dann aus. Ja, in der Mitte vielleicht ist es ein bisschen eng, aber schon okay, ne? Dann wäre hier Chitin. Da kann ich jetzt mal die Schilder anbringen. Hier wäre Chitin. Hier wäre die Robe. Stimmt, wie heißt die Robe eigentlich? Mit Eiter gewoben. Also, wie nenne ich die denn dann? Robe kann ich sie jetzt nicht nennen. Es gibt ja mehrere Roben. Eiterrobe? Rote Robe? Ja, weiß ich nicht. Gucke ich gleich. Erstmal bringe ich hier die Schilder an. So. Ach nee, jetzt komm. Zwei Holz, echt jetzt. Das ist das allerletzte, was fehlt. Ah. Oh. Eine wunderschöne Aussicht. Mit dem Eichenhain. Da lugen ein paar Runensteine hervor. Wunderschön. So, ich wollte mal kurz hier hin und mich an der Feuerholzkiste bedienen. Da nehme ich mal zwei raus, haben jetzt ja nur gefehlt, ne? Oder werde ich es gleich bereuen, dass ich nicht mehr mitgenommen habe. Weil ich glaube, genau das ist das Einzige, was uns noch fehlt. So. Also, was uns noch fehlt, sind die Dinger, die da oben dran kommen, aber die kosten ja nur Edelholz, ne? Edelholz und Bronzenägel. Und außerdem weiß ich gar nicht, wie viele da dran kommen. Das weiß ich nur bei denen. Und deswegen baue ich hier auch mal. Hier waren 5, ne? Oh, scheiße, wie hatte ich die nochmal sortiert? Hätte ich vielleicht mal vorher gucken sollen. Aber es waren auf jeden Fall 5. Es waren doch 5. Scheiße, jetzt bin ich mir nicht mehr sicher. Ich mach mal 5. Ich glaube, es waren 5. So. Und so. Hier und hier. Und wie hatte ich nochmal die Schilder angebracht? Die hatte ich einfach so 45 Grad gebogen, ne? Also so und dann so. Hier immer dran, ne? Ja. Und auf die andere Seite auch. Und zwar hier dran. Der hat ja keine Schilder. Der hier glaube ich schon. 2. Deswegen mache ich mal so. Und so. Mehr weiß ich allerdings nicht von dieser Rüstung. Also weiß ich schon. Mache ich dann aber bei Bedarf, ne? So, und hier beim Magiestab waren es 4. Die 4 Stäbe nämlich. So. Da und da. Außerdem hier vorne lag noch der Bogen. Da muss ich den Bogen mal kurz holen, um abzuschätzen, wie das am besten aussieht. Deswegen mache ich mal so. 5. Wenn ich den zum Beispiel so drehe, dann war der korrekt gedreht, ne? Fast. Um 180 Grad gedreht.
Also nach da muss er gucken. Und ein wenig erhöht hatte ich den, ne? Ich glaube, wenn ich den so rauf mache, passt es. Ich guck mal. Jo. Das lassen wir so. Und dann mache ich das gleiche nochmal mit der Armbrust. Die war ein bisschen friemeliger. Und die kam ja zur Robe. Hm. Weil so kann ich, glaube ich, nicht machen, ne? Hm, doch, kann ich. Aber muss ich das nach hier verschieben. Stück nach hinten, Stück nach da, so. Noch ein Stück nach links, ne? Damit der nicht so da drin ist. Das finde ich irgendwie nicht so schick. Obwohl, ich könnte ihn auch einfach erhöhen. Warte mal. So an. Da noch einen drauf. So, und den leicht nach vorne gezogen, damit man den auch permanent targetet. Und jetzt hier 7. Hm. Ja, ja. Ragt ein bisschen zu weit raus, oder? Sieht aber auch irgendwie aus, als ob das so richtig schön griffbereit ist. Hm. Ich mache noch ein ganz kleines Stück nach hinten. So, zum Beispiel, warte mal. Dann muss ich... Damit ich nicht aus Versehen den falschen antargete, muss ich das tatsächlich hier hinten machen. So. Nein, kein Edelholz. Ich hatte doch noch welches, oder? Nein, okay, ich gehe kurz nach unten und hole Edelholz. Aber dann sind wir ja gleich durch, ne? Gott sei Dank. Weil ich will auch mal allmählich wieder in die Aschenlande gehen. Da gibt es auch ein bisschen was zu tun. Und zu farmen und zu... Hast du nicht gesehen? Wie ist eigentlich mit Bronzenägeln? Ja. Da haben wir noch. Und zur Not schmieden wir uns einfach welche nach. Boah, das wirkt schon anders jetzt, ne? Krass. Sehr gut. So, warte mal. Ich mach mal... Hier... So einen drauf. Und dann den leicht nach vorne versetzt. So. Und da die Armbrust. Besser, ne? Also ragt zwar immer noch raus, aber ist jetzt nicht mehr ganz so stark. Und die liegt jetzt eher so auf dem... Jetzt mag ich nicht, dass da eine Lücke ist. Warte mal. So. So lasse ich das jetzt. Gut. Und hier kommt noch ein Bogen hin, glaube ich. Ne? Ich kann die hier mal ja jetzt beschriften. Also, das hier ist die... Chitinrüstung. Das hier ist die... Ich nenne das jetzt erstmal Robe. Oh, jetzt habe ich das Falsche kopiert. Nee. Ach, scheiße, ich habe schon wieder das Falsche kopiert. Aber warte mal... wie nenne ich das denn? Ich nenne es Eiterrobe, oder? Eiterrobe. Weil es heißt ja mit Eiter gewobene Robe, deswegen kürze ich das mal so ab. Und dann kommt hier Ask. Halt. Verdammt, Mann, warum kopiere ich die ganze Zeit das Falsche? Ich verwechsel die ganze Zeit Steuerung C und Steuerung V. So. Und das hier ist Ask. Da kniet er erstmal nieder. Embla. Oh, warte mal. Jetzt habe ich, glaube ich, das falsch kopiert. So. Was ist denn mit dem Kopieren los? Irgendwie macht er das. Hä? Kopieren? Einfügen. Jetzt geht's. Embla. Da verzweifelt er, weißt du? Bei Astro ist er ehrwürdig und bei Embla verzweifeln. Dreist. So, und das hier heißt Feuer... Nee, wie heißt es? Flammenkern, nenne ich es einfach mal. Dann verzweifelt er und ist ehrwürdig. Ich kann sich auch nicht entscheiden. So, hier haben wir den ganzen Stuff. Den mache ich mal so und so. Dann haben wir hier ein bisschen mehr Platz. Sehr gut, dann mache ich das mal alles nach unten, damit wir jetzt mal alles wieder anbringen können. Vernünftig. So. Und so.
Und dann nehme ich mal die Robe. Wenn ich so mache, ja, dann sortiert er das natürlich falsch ein. Aber die packt er immerhin nach oben. So. Und zwar hier machen wir 1, 2, 3, 7. Außerdem hier die 4, die 6 und die 5. Dann haben wir hier Krom und den ganzen Klumpatsch. Her damit. Wie ich das sortiert hatte, weiß ich nicht mehr. Es sind doch nur 4, ne? Es sind doch nur 4. Ne, sind es nicht. Weil der Zerstörer fehlt. Und weißt du was? Den Zerstörer habe ich unten in der Dingens gelassen. In der Garderobe. Und da frage ich mich, warum. Weil der gehört doch in die Rüstkammer. Dafür haben wir sie doch, oder nicht? Und ich weiß auf jeden Fall noch, dass der Hammer in die Mitte gehörte. Ja. Es waren nämlich 5. Sehr gut. 7. Oh ja, da macht er sich sehr gut. Ich weiß auch, dass hier der Speer war. 2. Und ich kann mich eigentlich an den anderen orientieren. Ne? Hier immer Schwert, da immer Knüppel. Also hier das Knüppelartige, das wäre der. Da das Schwertartige, das wäre 1 oder... Ne, die großen habe ich immer links gehabt, ne? Warte mal. Ja, doch, da habe ich immer Speer. Hier habe ich die Axt. Ja, da habe ich immer die Hellebarde. Ja, doch, die große Waffe, die mache ich mal hier hin. Und hier mache ich das kleine Schwert hin. Oh, ja. Geil. Und hier den kleinen Schild. Und hier den großen Schild. So. Sehr gut. Fehlt natürlich nur noch eins. Die Rüstung selbst. So und so. Und da mache ich mal 5, 6, 7, 8. Sehr gut. Hätten wir das. Und dann die hier werden jetzt auch noch dann zeitweise gefüllt. Oh Mann, wir haben so viel zu tun, ne? Warum habe ich bloß gesagt, wir craften jedes Item? Nur weil mir mal langweilig war, weißt du? Naja, gut, da müssen wir jetzt durch. Vor allem auch alles immer auf Max geskillt, ne? Stimmt. Wir haben ja auch die Schmiede abgegradet, die hier. Das müssen wir ja auch noch machen. Alle diese Teile, die hier sind, werden besser, ne? Hier nicht. Doch die Armbrust auch. Die Armbrust und jedes einzelne Teil hiervon. Oh Mann. Na gut. Ich bringe mal den Stuff wieder runter und repariere außerdem mal den Hammer. Denn sonst passiert hier gleich noch ein Unglück. So. Und Holz weg. Edelholz weg. Teer. Kohlenägel. Kommen jetzt zu Metallteile. 5 Eisennägel haben wir noch. Sehr gut. Heute kommen hier rein. Und wo hatte ich denn nochmal mein Essen aus Versehen getan? Marmor, ne? Nee, Knochen. Wo hatte ich mein Essen? Ich hatte irgendwo... Verdammt. Ich weiß es nicht mehr. Ich habe das hier irgendwo reingetan. War ich Brain AFK? Knochen? Nee. Augen? Nee. Stoffe? Bin ich bescheuert? Hier! Gott sei Dank, ich habe sie wiedergefunden. Mein Gift. Hätte ich nicht durchgeguckt, dann hätte ich es nie gefunden. Keine Ahnung. So, wie auch immer, wir packen die Kohle hier ebenfalls rein. Wir schmeißen uns alles in Wanst. Und ich würde sagen, wir haben jetzt genug Zeit hier in der Base verbracht. Das, was ich machen wollte, haben wir getan. Ne? Es ist außerdem gerade Sonnenuntergang. Wir müssen also so oder so pennen gehen. Dann machen wir das mal. Aber vorher bereiten wir uns vor. Nehmen das Ding hier mit. Wer weiß, was passieren wird. Machen hier die Tränke wieder hin. Auch den hier, ne? Hinweis von Thomas. Wenn ich schon Skelette verwende und außerdem permanent mir Energieschild mache, sollte ich vielleicht nochmal darauf achten, mein Skelett ein Energieschild zu geben. Touché. Das ist allerdings ein Punkt. Dann halten die vielleicht auch mal ein bisschen mehr aus. Gut. Ich werde es mir merken. Ich mach mal die Tränke nach oben, weil das ist natürlich schon wichtig, aber ich bin mir so unsicher. Ich würde schon den Totenbeschwörer machen wir wirklich nur, wenn wir sowieso Zeit haben. Das mache ich nie im Eifer des Gefechts. Deswegen ist es okay, wenn es im Inventar ist und nicht in unserer Leiste.
Weil das alles brauche ich im Eifer des Gefechts. Außer den Hammer vielleicht. Aber den Hammer habe ich ja immer auf... Also reflexartig auf der 5. Ne? Und dann haben wir die Bomben. Die grabe ich nur dann aus, wenn wir auch buddeln. Oder soll ich die erstmal da lassen? Weil... Wollen wir Erze sammeln? Es gab nämlich noch was anderes, was ich ausprobieren wollte. Und ich glaube, das mache ich als erstes. Wir haben die ja auf jeden Fall immer hier, ne? Ja, das sind unsere Mistland-Sachen. Die packe ich mal auf die Seite. So. Und die Sachen müssen wir noch zerstören, ne? Jemand hat da auch in die Kommentare geschrieben, das Bronzeschwert zum Beispiel kann man doch in der Rüstkammer aushängen. Ist vielleicht ein Punkt. Ist jetzt nicht so schön, aber das ist auf jeden Fall eine der Sachen von dem... Der Rest, den finde ich nicht so hübsch. Aber das könnte man tatsächlich oben aushängen einfach. Ne? Warum auch nicht. Aber wie dem auch sei, ich würde sagen, wir gehen mal hoch. Schmeißen uns in eine Pofe. Und gehen dann in die Aschenlande. Ich habe das Gefühl, ich habe was vergessen. Feuertrank. Lieber, ne? Sicher ist sicher. Und da nehme ich mir keine mit, sondern ich baller mir nur einen rein. So. Du trinkst den Trank. Es wundert mich ein bisschen, dass bei Gerstenbein jetzt kein Effekt kommt. Kam das noch nie? Weil irgendwie, ich kenne das bei jedem Met, dass dann immer dieses Pfff kommt. Sogar wenn man köstlichen Met trinkt. Wie auch immer, ich würde sagen, gute Nacht. So, guten Morgen. Und dann laufen wir mal direkt runter. Und tatsächlich würde ich aber diesmal nicht zu unserem Portal gehen, wo wir das letzte Mal... Boah, es ist schon ganz schön hell jetzt, ne? ich überlege gerade, ob man das von hinten vielleicht abdeckt, aber andererseits hat es auch was, ne? Doch, ich glaube, ich lasse es so. Und ich wollte nämlich nicht zu unserem Reiseportal gehen, sondern zu diesem hier. Huch! Hä? Warum liegt nicht... Ach, das ist von was hier abgerissen. Ach ja. Ja, komm, da schmeiß ich kurz ins Lootloch. So.